Hi, in diesem Video zeige ich euch von Scott das Trikot. Das sind Schuhe von Scott. Da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir auch ein Scott-Trikot, Fahrradtrikot. Das ist mein, ich glaube von Gwen oder sowas, Standardgröße L. Und das Video, was ich zeigen möchte, ist, dass Scott quasi, die kennen nur eine Kindergröße. Bei Scott muss ich immer eine Größe mehr nehmen. Das ist Scott, auch ein schönes T-Shirt, ein Fahrrad-T-Shirt, nicht billig, kostet 50 Euro, ist so ein, nennt sich von RC Team 10 oder so. Jetzt guckt ihr mal, das ist mein Internet, eBay, Standard, L. Ich habe Größe L, Hemd passt hierher, extra T-Shirt, Unterhemd drunter. Jetzt kommt die Größe Scott. Das mache ich extra. Ich mache es extra, weil Scott kennt nicht quasi nur Boy Scout. Die kennen nur Boy Scout. Quasi wenn dem. Das passt auch noch, aber du bist halt eine Presswurst, okay? Ist irgendwie kleiner. Es ist so zum Fahrradfahrer cool. Es ist, wenn du, wie soll ich sagen, eine Nummer größer kaufen, okay? Scott RC Team nennt sich's. Der Kleber drauf heißt RC Team 10, irgend sowas, ja. Oder andersrum gesagt, das ist, wenn das die Größe 11 ist, kauft euch zwei Größe und nehmt die größere, weil, wie gesagt, das ist die Größe L. Ich habe immer die Größe 11. L. Nur bei Scott habe ich quasi, war der Kauf war Blödsinn, weil du mit diesem Shirt nicht fahren kannst, weil ich bin ja dann eine Presswurst, okay? Ich sollte mich doch wenigstens bewegen können. Das sind die Scott-Schuhe. Auch bei den Scott-Schuhe ist es so, sind sehr schmal. Hast du einen breiten Fuß, Kickboxerfuß, okay, dann drücke die Schuhe früher oder später. Ich muss mir da auch einen größeren Schuh kaufen. Was größere Schuhe hat, wieder den Nachteil, dass er vorne halt aufsteht. Ja. Und wenn du ein normales Fahrrad hast, mit riesen Latschen, dann steht vorne immer der Reifen auf. Von daher, Scott, einfach merke, bei Scott-Klamotten eine Nummer größer, statt L, XL, okay? Billig ist es eh nicht. Ich weiß gar nicht, warum das so bei denen so ist.